So, und da sind wir wieder bei Visage, heute in unserer wahrscheinlich letzten Sitzung. Was heißt, das sind dann 1 bis 9 Let's Plays noch. Also durchaus noch relativ lang vielleicht. Man weiß es nicht, wir wissen ja nicht, wie lange es noch geht. Wir setzen einfach mal fort. Wir müssen noch, dass wir Scherben suchen müssen, aber ansonsten bin ich momentan auch ein bisschen ratlos. Wie sieht es bei euch aus? Ja, wie immer, ne? Wie immer. Wir wissen also nicht so wirklich, was los ist, ne? Nicht. Verwirrung. So. Ja, wie viele Scherben brauchen wir denn überhaupt noch? Ich weiß es nicht. 3 oder 4, glaube ich. So. Ich hab keinen Plan mehr. Aber Fakt ist, wir werden nicht mehr verfolgt. Ne? Also zumindest jetzt stellenweise nicht. Ja, so viel ist klar. So, hier war der schwarze Fleck, da erinnere ich mich noch dran. An der Decke war ja auch noch einer hier so. Da, genau. Daran erinnere ich mich noch. Aber wo wir jetzt eigentlich so hin mussten. Guck mal nochmal ins Inventar, was wir da für Schlüssel haben. Liegt denn da rum? Okay. Schuhe. Oh. Schuhe. Guck mal ins Inventar. Da ist noch ein Schlüssel. Ja. Und die Schallplatte. Aber die haben wir ja schon gehört, ne? Untersuchen. Achso, da war dieses. Ach, der Omega-Schlüssel, okay. Ja. Ja, die Schallplatte hatten wir schon gehört, ja, ne? Das war so. Dann hatten wir noch das Ding hier, das brauchen wir, glaube ich, aber auch nicht unbedingt, der Zettel. Ach, das war der Raum 302. Ach, da wollten wir hin. Raum 302. Jetzt, wir wollten da mal runter, dass das Grammophon ist, ne? Wollten wir da hin? Ja, mal gucken, wie Raum 302. Das wäre der letzte. Wir gucken. Wieso höre ich jetzt eine Krähe hier? Habe ich aber auch gerade gehört. Vielleicht war das da im Spiel. Oh, scheiße. Ich wollte gerade sagen, hörst du auch? Sehr schön. Das hat uns schon. Hier war noch so. Das Grammophon. Genau. Oh, einmal Licht an, ey, ist ja furchtbar. Ja, sicher ist das furchtbar. Was ist denn mit der Platte? Eigentlich müssen wir das nicht mehr hören, ne? Ich glaube nicht, ne? Wir hatten ja hier schon. Hatten wir die nicht einmal ausgewechselt? Licht, keine Schallplatte. Obwohl, ne, wir können ja nochmal. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, aber hatten wir die denn? Das war die alte, die wir schon mal hatten, ne? Die wir schon mal aufgelegt hatten. Okay. Aus dem vorigen Kapitel, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Wir hören mal rein. So ganz spontan. Ja. Boah, die Platte sieht aus, ey. Kann man jetzt erstmal die Fingerabdrücke wegmachen? Ach, siehste? Da ist gerade einer hergegangen. Könnte ich die bitte wieder ausmachen? Da war ein Schatten. Angst. Lagern. So. Das war doch die aus dem. Warum hat man uns die Tür jetzt zugemacht hier? Das hat direkt wieder Gehirn Überbeanspruchung gebracht. Steht da hinten jemand? Nee, ne? Was bitte? Wo? Ah, ne, hinter der Tür. Oh, ich dachte aber auch gerade. Oh. Macht mich nicht völlig. Da rechts ist der Raum, ne? Ja, das ist der Raum 302. Glaub ich. Oh je. Oh je. Oh je. Oh, ist zu. Oh, da ist noch eine Küche. Da ist noch eine Küche, da kommen wir aber nicht hin. Ein eigener Raum mit Küche und so hübsches Zimmer. Also. Ja. Generell so, aber. Vom Prinzip her schon. Was? Was? Oh nein! Oh Gott. Wow, was ist das? Oh, scheiße, Mann! Oh, jetzt bin ich schon wieder. War das 302, ja, ne? Das war 302, ja. Das schon wieder. Ach Gott, im Himmel, ey. Da war das die ursprüngliche Herleitung zu dem Easter Egg. Ach, hier. Ja, so. Was war denn hier noch? War der, mussten wir da nicht noch? Da mussten wir doch noch hoch, ne? Ach so, wir suchten, genau, wir suchten nach was in der Taschenlampe oder irgendwas ähnlichem, was genau. Uns hier. Stimmt. Wir hatten ja. Oh, Feuerzeug genau. Hilft. Wollten wir ausprobieren, glaube ich, Feuerzeug, ne?
Das wollten wir mal probieren, aber... Ich meine, das ging nicht, ja. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Taschenlampe. Oh doch, das geht. Oh, das geht. Oh Gott, wenn uns da jetzt was entgegenkommt, dann streich, ja. Alien. Ja, genau. Okay, da rutschen wir jetzt runter, wa? Juhu. Nee, wir rutschen gar nicht, schade. Ja, könnte eben auch nichts. Oh Gott, ey. Hoffentlich reicht das Taschenfeuerzeugs-Dings da jetzt. Ja. Das wäre schon gut. Das überschlägt sich ab und zu mal das Feuerzeug. Ja. Oh Gott, ey. Ich merke nur wirklich, was mir zu fragen. Wo kommen wir denn jetzt raus? Oh. Aha, okay. Oh, da waren wir. Oh, die Krähe. Siehst du? Also haben wir doch keine Hallös. Nö. Hallo, wer bist du denn? Eine Elster, ja, oder ist das eine Krähe? Ah, keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine Elster. Don't give a fuck. Vertrag unterschreiben? Ja, klar. Du weißt überhaupt nicht, was da drin steht. Du unterschreib mal den Vertrag, ey. Ja, klar. Oh Gott. Warte mal, wir gucken uns mal erstmal um, ja? Gut. Ich möchte mit der Creme mal sprechen. Die unterschreibt alles. Richtig. Deswegen habe ich auch 10 Waschmaschinen stehen. Ja. Okay, man lässt uns nicht an die Krähe ran. Wir dürfen nicht daran vorbei. Das heißt, so wie ich das sehe, bleibt uns gar keine andere Wahl. Ja, du kannst entweder unterschreiben oder ablehnen, ne? Oder ablehnen. Mal gucken, was dann passiert. Naja gut, ich denke, da werden wir wohl unterschreiben, weil ich sehe ja jetzt keine andere. Ja, abbrechen haben wir ja gerade schon gemacht. Das ändert ja nichts. Oh. Ja, dann. Also den Spruch kann ich unterschreiben. Aber. Ja, das machen wir ja gerade. Ja, das steht ja 10-mal you don't give a fuck. Ja. Wie heißen wir? Schwierig. Dwayne, ne? Dwayne. Genau, nee, Dwayne hat. Hinten, oder? Ja, aber die Alte hatte doch gesagt Dwayne. Ich hab keine Ahnung. Ich ließ sonst mit Danny oder sowas. Aber ja, ja. Dwayne. So, wieso geht jetzt die. Also, wir haben jetzt unterschrieben und jetzt? Kommt der Sensenmann. Herr Krähe, sprechen Sie mit uns. Oh, das ist eine Tür auf. Ja, aber gestern kommen wir jetzt vielleicht. Oh Mann. Gleich raus. Ja, das, War das Bild da eben schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Was ist das? Oh, so sehe ich auch nicht viel mehr. Diese ganzen Figuren, oder? Oh, die bewegen sich. Das sind keine Figuren. Schön leise. Kann das sein, dass wir hier durch müssen? Ja, schleich du mal. Schleich mal. Duck dich mal. Bück dich. Wenn ich bück mich jetzt nicht. Ach Mann, echt. Dennis, Mann. Fühlst es doch auch. Da kommst du rein, rechts. Nee, das ist nicht dazwischen. Doch. Oh Mann, das wird ja immer enger hier. War klar, dass die jetzt wieder anfangen zu hämmern. Hört man das? Nein. Nee, okay. Wir haben sie aber auch schon heute. Den ganzen Tag war Ruhe, ne? Oh. Oh nein, da liegt er. Das ist die Frage, wer? Das Vögelchen. Eine Taube ist das auf jeden Fall mal gewesen. Ist da auf jeden Fall eine Scherbe. Ach, aber nee. Ah, okay, die Scherbe ist nicht jetzt erst. Da ist eine Nase und Augen, das ist eine Maske. Ja. Ja. Das ist Sido. Sido damals. Jetzt? Ja. Oh nein, die machen dich kalt. Das ist jetzt nicht euer Ernst, Leute.
Können wir nicht machen. Ja, oder wir wachen jetzt einfach nur woanders auf. Oder? Ja. Ja. Puh. Ja, gut. Ach, jetzt kommen wir wieder aus Raum 302 raus. Okay. Na, das wollte ich nicht. Ja, und jetzt gehen wir mal nochmal in den Fortschrittsraum. Ja, nochmal gucken. Rums. Achso, ne, das war ja der Elektro. Dingens Kirchensraum. Ich erschrecke immer sofort diesen von der blöden Betonwand dahin. Hm. Absicht. So, aber den grad, hat man gerade wieder Hirnschädigung. War zu dunkel wahrscheinlich. Hirnschädigung. Sag mal. Ja, ja. Achso, falsch rum. Ist nicht darum. Ich vermisse das Spiel jetzt schon irgendwie. Du vermisst es schon, okay. Wir ja. sind doch noch dabei. Du kannst doch, ja. kannst doch danach hier einziehen. Wenn du willst. Noch zwei Teile, würde ich mal sagen, ne? Ja. Oder drei. Vorne drei, drei, vorne ist auch noch eins, drei, ja. Ja. So, jetzt bin ich erstmal ratlos. Ja. Ja, nicht nur du. Ich brauche einen Hinweis. Nicht nur du. Ach nee, jetzt wollte ich gerade sagen, wir suchen immer noch den Taschenlampe, aber wir sind da ja schon durch. Ja. Wir wissen auch immer noch nicht, was das Omega jetzt eigentlich ist. Ja, genau, und unsere Tür müssen wir noch suchen. Wenn ich auch nicht schon. Ja, Tür oder Safe oder sonst irgendwas. Ja, ich. Hallo, ja. Ich vermeide es ja. Mensch, es ist ja so, dass momentan wenigstens keiner hinter uns her rennt, aber. Aber wie lange? Ja. So wie ich unser Gehirn gerade beanspruche. Ja. Das war, ein bisschen Licht mal. Das Gehirn gefällt mir nämlich gerade gar nicht. Ich hab schon wieder so eine komische Soundkulisse, die ich nicht will. Mach das Hirn weg. Ja, sieht schon besser aus. Ja. Was denn hier hin? Achso, das. Nee, Moment. Wir gucken mal. Ja. Achso, da ging es da entlang. Da wollen wir schon mal gucken, ob wir hier noch was finden. Was war mit dem Klo hier? Alles in Ordnung soweit? Ja. Okay. Was ist hier? Nix drin. Nix. Nix, nix. Ich finde das halt so schwierig, wenn man überhaupt nicht weiß, was man jetzt machen soll. Ja. Also ich meine, klar, wir haben diesen Schlüssel, aber eigentlich haben wir doch sämtliche Türen durch, oder? Man weiß es nicht. Siehst du, mit den schwarzen können wir auch noch nichts dran machen. Boah, das hat mich gerade hier erschrocken, was ploppte so plötzlich auf. Das war nicht nett. Da sind wir eben schon mal hoch. Glaube ich. Da sind wir wieder hier im Keller.
Moment. Ich höre irgendwas. Hört ihr das auch? Nein. Nicht? Was ist mein Feuerzeug? Mach mal an. Storage Room. Hier hört man doch was. Ich höre so ein bisschen was wie Wind oder so, aber sonst nichts. Ja, das ist aber ein ganz merkwürdiger Wind. Das ist kein normaler Wind. Das himmlische Kind. Laut hier. Hä? Keine Ahnung. Aber von wo kommt... Oder kommt es... Aus dem Schrank. Aus dem Schrank kommt ja immer gerne mal was. Nee. Was ist denn da in der Kiste? Links steht so eine, nee, links steht so ein Pappe Karton. Da konntest du, da war gerade so ein Zeichen irgendwie da. Achso, ist nichts drin. Huch, jetzt haben wir Feuerzeug erschreckt. Gegen das Gehirn tun. Jetzt habe ich es auch gehört. Hat sich da jemand geräuspert, oder? Irgendwas war da, ja. Da. Und das ist jetzt. Irgendwie höre ich da immer noch das Geräusch. Nee, das Geräusch höre ich nicht mehr. Ich höre nur die Schritte. Wieso ist die Tür denn nicht so? Können wir jetzt hier rein? Nee. Oh, Moment, vielleicht doch. Der Schlüssel, vielleicht passt der ja. So, da sind wir jetzt einmal durch gewesen, also kann ja hier nichts mehr sein. Oder kann man noch mal da hoch? Hoch. Musst du schon das Feuerzeug anmachen? Ne, die macht gar kein Ding mehr. Jetzt kommst du nicht mehr durch. Scheiße. Okay. Reicht doch auch. Ja, aber man muss ja alle Möglichkeiten durchgehen, nachdem wir ja nicht wissen, wo wir hin sollen. Ja. Achso. Ich müssen wir auch ganz einfach noch mal hoch. Danke. Ich brauch Licht. Aus dem Keller raus, da ist nichts mehr. Wieso ist der Schrank eigentlich zu? Hier waren immer unsere Sachen drin. Weil du nicht aufkriegst. Gut kombiniert. Von Beruf Logikerin oder was? Ja, was denn? Andere Fehler. Ja, genau. Oh. Hm.
Müssen wir hier nochmal durch? Eigentlich. Wenn du was sagst. So, gehen wir hier hoch, oder? Ich habe jetzt aber überhaupt gar keinen Hinweis mehr. Nee. Achso, hier sind wir. Also nach irgendwas suchen, was abgeschlossen ist. Dings. Vielleicht nochmal oben am Schlafzimmer gucken oder so. Ja, oben müssten wir auf jeden Fall noch gucken, da haben wir noch gar nicht geschaut. Mal zurück. Hä? Da hinten hat sich was bewegt. Ach, das, nee, das ist die Katze. Die Katzenuhr. Oh mein Gott. Herz. Boah, ich konnte jetzt gar nicht Stopp sagen. Schock. Aua. Die andere Tür können wir nicht aufhören. Welche andere? Die ist ja, die ist ja nur der Durchgang hier so. Außen rum. Okay. Das ist ja nix. Okay. Ja, gut. Blöde Uhr, blöde. Hallo? Warum musst du immer rausgucken? Ey? Ja, draußen. Ich habe eine Sehnsucht nach draußen. Mhm. Das ist... Ich nicht bei dem Wetter. Ich weiß nicht, das Wetter, wenn wir jetzt... Oh, scheiße, es ist so dunkel. Aber nochmal ins Bad, wa? Ja, ins Bad. Natürlich, ein bisschen frisch machen. Schon rein, ne? Was war? Ja, das brauchen wir erst nicht. Okay. Ja, okay. Dachte, da wäre vielleicht was. Ich weiß nicht, ich glaube, wir kriegen gleich irgendwann einen ganz fürchterlichen Schock. Gleich kommt irgendwas ganz Schlimmes. Sag mal. Ich hab da so eine Ahnung. Ich hab da eine Ahnung. Es ist zu dunkel hier. Warum ist es? Ja. Was ist das? Mhm. Comic. Seid ihr mal der raus? Seid ihr Umwelt dann? Hallo? Kann ich irgendwo mal Licht haben, wo ich ein bisschen mich erholen kann? Das müssen wir ja auch mal wieder auf den. Wir versuchen mal oben auf den Dachboden zu gehen. Ja. Wir haben ja dieses Ding da nicht umsonst drin, ne? Wieso macht der mal das Licht aus? Ich hätte gern Licht dabei beim Lesen. Oh, das ist auch schon so. Es geht auch schon nicht zum Lesen. Kannst du das Feuerzeug nicht anmachen? Nee. Nee, der macht das immer aus, wenn ich, sobald ich so drauf gucke. Keine Lampe am Schreibtisch. Na, sowas. Ja, kein Feuer am Schreibtisch. Den Griff hierfür hatten wir. War das der? Mhm. Das war der. Deswegen, weil es wird hier irgendeinen Grund haben, ne? Oh ja. Dass wir das immer noch haben, ne? Da oben, stimmt, da oben war doch eine Luke, oder? Die im Early Access nicht aufging. Da war doch noch irgendwie so eine Luke im Boden. Kann ich mich noch erinnern. Also ich weiß nicht, ob die hier war, aber die war irgendwo. Sind zwei Treppen aufgegangen hier? Hm.
Ach so. Muss bestimmt ducken, dann kommst du da durch. Wo war diese eine komische Tür? Ich mag keinen Dachboden. Da ging es dann da nicht, also kannst du nur da runter sein. Nee, auch nicht. Auch nichts. Sieht hübsch aus so draußen. Ja, eigentlich schon, ja. Deshalb wäre ich da ja auch lieber als hier drin. Was ist das denn? Für Kerzen. Nur die Kerzen. Hm. Was ist das? Wir werden wieder verrückt. Ja, deswegen haben wir das wahrscheinlich auch gesehen da drin. Ja, auch nichts da oben. Vielleicht ja. Wieder ins Schlafzimmer. Da ist immer noch die Kordel auf dem Boden, ne? Oder? Jo. Oh je. Da war eine Lupe, oder? Ja, aber nur für die Kiste. Hier ist auch wieder dieses komische. Ja, das. Ach so, okay. Oh. Seltsamer Rahmen. Oh. Sehr schön. Oh, guck mal, was da abgebildet ist. Was war denn abgebildet? Das die Kommode unten am Eingang? Warte, das ist nur mal. Ach, jetzt ist das wieder nicht so. Untersuchen. Nee. Ja, guck mal, wie rum was er hält, ne? Ja, aber. Nee. Was soll denn das sein? Hm. Also sollen wir den irgendwo aufhängen? War das Bild da schon immer? Ja. Naja, ich weiß nicht. Wäre jetzt nicht mein favorisiertes Bild für was Bett, aber. Hab ich auch gerade gedacht. Da war gerade wieder ein Schlüssel, ne? Hast du es gesehen? An dem Spiegel. Was? Als du da geguckt hast oder an dem Wäschekorb. Auf jeden Fall war gerade wieder irgendwo noch so ein Zeichen. Lupe. Das war nur für die Tasche. Und dann hattest du was höher geguckt in den Spiegel und dann bist du dann vorbeigegangen und dann war da irgendwas. Nee. Ah! Nö. Funktioniert nicht. Scheiße. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Was ist das? Die Box. Was ist das? Interagieren. Ich würde gerne. Achso, ich. Eine Kurbel dran. Ich kann nicht. Ich muss das Feuerzeug erst weglegen, wahrscheinlich. Nee, nicht fallen lassen. So. Probier mal an der Kurbel. Ja. Die hat sich bewegt. Ist da halten wahrscheinlich. Ja, hatte ich vor. Oder muss man das von der Seite machen? Gott, ey. Ich hasse es, im Dunkeln zu stehen. Sag mal. Irgendwann springt das Ding dann auf. Ja, genau. Dann kommt da irgend so ein Kasperkopf vor. Oh. Oh, oh, oh. Ja, Kasperkopf. Ja, und jetzt? Was ist jetzt passiert? Das sieht so hell hier aus. Aber ja, das sind ja auch die Kassetten. Ach ne, das sind die Kassetten. Die haben wir ja noch im alten Schlafzimmer da hingesetzt. Was war das jetzt? Was war das jetzt, ja? Ich weiß es doch auch nicht. Gott, ey. Und den Schrank dann, den kannst du. Ach, doch, kannst du den aufmachen? Welchen Schrank? Nee, andere Seite, red ich nochmal rum. Den. Links.
Links, genau den. Achso, das ist auch bloß Wäsche dran. Ja.